Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Natürlich wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist wieder Norbert Schröder mein Gast, unser Fachleiter für Biologie. Schön, dass du da bist. Ja. Wir sprechen heute über kompetenzorientierten Unterricht am Beispiel deines Faches, am Beispiel Biologie. Kompetenzorientierter Unterricht, das betrifft ja alle Lehrerinnen und Lehrer. Dann machen wir erstmal klar, was bedeutet grundsätzlich kompetenzorientiert zu unterrichten. Machen wir es mal in meinem Fach transparent, weil ich denke, das ist für mich auch der einfachste Weg zum Einstieg. Seit mehreren Jahren haben wir hier bei uns im Studienseminar auch ganz klar die Ausrichtung kompetenzorientierten Unterricht mit den jungen Anwärterinnen und Anwärtern auch auszubilden. Und die Frage kommt immer, was versteht man jetzt konkret unter einer Kompetenz? Ist das was ganz anderes als das, was früher war? Als Lernziele. Als Lernziele. Oder wo versteckt sich jetzt das Neue, ja auch das Verbindliche drin? Unter einer Kompetenz aus meiner Sicht der Dinge verstehe ich als Biologiefachleiter die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler in den Fokus gerückt werden. Und da geht es eindeutig darum, dass die Schülerinnen und Schüler logischerweise in Anleitung, in Begleitung mit dem Lehrer Fertigkeiten und Fähigkeiten sukzessive sich aufbauen, um Probleme entweder selber auch zu erfassen und dann aber in einem Folgeschritt auch Problemlösungswege planen, Problemlösungen auch dann durchführen und damit über den Weg sich sukzessive entwickeln und dann naturwissenschaftliche Kompetenzen erwerben. Das ist jetzt sehr breit gefächert, naturwissenschaftliche Kompetenzen erwerben. Was versteckt sich dahinter? Wenn du die Frage stellen willst, würde ich direkt darauf eingehen. Stelle ich gleich. Gut. Aber jetzt erstmal nochmal zurück zu dieser Unterscheidung, die wir ja in unserem Bildungsdenken seit vielen Jahren schon haben. Früher sprach man von Lernzielen, von Lerninhalten, die Schule vermitteln. Beispielsweise das Fach Biologie wäre, eine Spinne hat 8 Beine. Ne? Ja. Haken drunter gelernt. Insekten haben 6 Beine. Haken darunter gelernt. Ja? Das ist eine ganz konkrete Lerninformation, die wir abspeichern. Kompetenzen bedeutet ja jetzt nicht, dass es für mich nicht entscheidend ist zu wissen, wie viele Beine Spinnen oder Insekten haben. Es bedeutet aber, dass ich darüber hinaus auch Fähigkeiten und Fertigkeiten erlerne, die mir dann in meinem Leben irgendwie weiterhelfen, oder? Ja, sagen wir mal so, ich bin der festen Überzeugung, dass die von dir angesprochenen Lerninhalte auch da eine dominante Rolle spielen. Biologieunterricht hat sich jetzt nicht so verändert, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht mehr wissen sollen, wie viele Beine ein Insekt hat. Ne? Sondern es geht eher darum, wie baue ich das mit dem kompetenzorientierten Unterricht zusammen. Ich glaube, da liegt auch die Wahrheit, dass das eine nicht jetzt schlecht, in meinen Worten jetzt nochmal schlecht ist, das andere ist gut, sondern wie kann ich es insgesamt verbinden? Da liegt die Wahrheit drin. Wenn man jetzt auf die Biologie mal konkret sagt, es gibt den Kompetenzbereich Fachwissen und da steckt ja auch schon in dieser Begrifflichkeit Fachwissen automatisch auch eindeutig etwas, was die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler in der Schule ja auch dann sich erwerben. Aber in einem anderen Kontext. Und der Kontext, damit meine ich, wie sieht der Unterricht insgesamt in der Gesamtheit aus, der hat dann eine andere Platzierung, dass man bestimmte Schwerpunkte wählt und an diesen Schwerpunkten werden Lerninhalte früher genauso wie heute auch dann so angeboten, dass sich das nachhaltig auch verankert. Da bin ich sicher. Also es ist keine Abkehr von relevanten Informationen, sondern es ist noch viel mehr, kann man sagen. Dann zu dieser Fragestellung kompetenzorientierter Biologieunterricht. Jetzt als ein Beispiel, aber exemplarisch sicherlich für diesen Kompetenzbegriff. Was verstehst du als Biologielehrer unter diesem kompetenzorientierten Biologieunterricht? Unter dem kompetenzorientierten Biologieunterricht verstehe ich jetzt grundsätzlich etwas, was es auch schon längere Zeit gibt, solange ich jetzt auch ausbilde, ist, dass man eine Frage an die Natur stellt. Oder auch insgesamt Elemente, die man in der Natur kennt, bei Tieren und Pflanzen,
in den Unterricht integriert. Das ist etwas, das gab es immer schon, ist auch heute noch präsent. Jetzt geht es aber meiner Meinung nach, und das ist auch deine Frage gewesen, wie baut sich jetzt der Unterricht auf? Wenn ich jetzt den Kompetenzbereich konkret nehme, der eine Rolle spielt, Erkenntnisgewinnung, dann heißt es, wie kann ich jetzt einen Prozess, und jetzt kommt meiner Meinung nach die Neuerung, die meiner Meinung nach auch notwendige Erweiterung, wie schaffe ich jetzt den Prozess der Erkenntnisgewinnung bei Schülern aufzubauen? Da geht es nicht darum, vokabelartig etwas zu lernen, sondern innerhalb des Unterrichtsbereichs. Beispiel, nehmen wir mal den Aufbau einer Kirschblüte. Wie kann ich jetzt mit den Schülern Wege mit Lupenarbeit aufbauen oder gegebenenfalls auch noch mit anderen Hilfsmitteln so aufbereiten, dass der Schüler halt Fragen, die halt im Unterricht dominant gestellt werden, dann über diese Art der Wege der Erkenntnisgewinnung sich dann so aufbereiten, dass dann diese Sicherung ist und dann übertragbar sind. Dann macht man danach eben nicht die Kirschblüte, sondern nimmt ein anderes Beispiel und so wird dann sukzessive dieses Element aufgebaut. Also der Kompetenzbegriff und die Übertragbarkeit, das sind zwei Dinge, die zusammen gehören. Ja, und da ist auch das, was wir jetzt auch seit vielen Jahren machen und auch den Anwärterinnen und Anwärtern mit auf den Weg geben, dass es nicht darum geht, das einmal isoliert zu machen, sondern dass sich da ein Grundfundus darstellt, wir haben es eben genannt mit der Kirschblüte, der sich aber dann, wenn das dann im Navi-Bereich der Fall ist, auch später bei den anderen Bereichen in den Klassenstufen 7, 8, 9 oder 10 immer erweitert, vertieft, sodass die Selbstständigkeit, dass ein Schüler, eine Schülerin, die in der Lage ist, diese Fragen für sich zu beantworten und die auch dann über sich, die auch dann für sich dann diese Antworten findet. Und das kann man ja dann loslösen vom Biologieunterricht, denn man könnte sagen, der Biologieunterricht entwickelt ja Kompetenzen, die auch in anderen Lebensbereichen wichtig sind. Ja, das ist auch das, was mit Sicherheit auch ein übergeordnetes Ziel ist, dass diese Art von Denkstrategie, die Tatsache, Probleme zu erfassen und Lösungsstrategien in einen Tag zu legen, dass die dann mit Sicherheit auch die Bedeutung haben, dass sie losgelöst vom Biologieunterricht gesehen werden sollen. Natürlich, ja, klar. Wir sind jetzt bei der Problemlösekompetenz. Das ist eine ganz wichtige Kompetenz für das Leben jedes Kindes, kann man sagen. Welche Kompetenzen hat der Biologieunterricht oder der Unterricht im Allgemeinen denn noch im Blick? Ja, denn rücken wir jetzt mal von der Erkenntnisgewinnung als solches weg. Ich habe eben auch schon auf die Elemente Kompetenzbereich Fachwissen angesprochen. Aber dann gibt es automatisch noch in dem Fachbereich Biologie, aber nicht nur in dem Fachbereich Biologie, den Kompetenzbereich Kommunikation, wenn es darum geht, aus Materialien, Informationen sich ableiten. Das hat mit Biologie sehr viel, aber nicht nur zu tun. Ja, und da haben wir jetzt auch die, meiner Meinung nach, die Parallele zu dem, was du eben auch gesagt hast. Wenn man heute überlegt, jede Zeitung, jedes Schulbuch hat unglaublich viele Informationen, die nicht über den Text abgeleitet werden, sondern über Grafiken oder andere Art von Schaubildern und so weiter. Und das ist von Biologie losgelöst. Aber wie schaffen das denn junge Menschen, dass sie aus diesen Informationsquellen sich die Elemente rausziehen, um über den Weg halt Informationen zur Lösung von Fragestellungen abzuleiten? Das ist in Biologie bedeutend, aber nicht nur in Biologie alleine. Der Kompetenzbereich, der vierte, die Bewertung, da geht es nicht darum, wie bekomme ich eine 4 oder 5, sondern da geht es einfach um eine Wertehaltung, um eine Urteilsfähigkeit, die natürlich, wenn man sich in Biologie bestimmte Themen vorstellt, elementar sind. Aber die sind nicht allein, wenn es um ethische Fragen geht, auf Biologie beschränkt. Ich frage jetzt mal ketzerisch, es geht jetzt um Beurteilung und Wertentwicklung. Warum brauche ich denn dann den Biologieunterricht? Oder was ist der Mehrwert, das mit Biologie zu verbinden? Das ist nicht ketzerisch, es ist einfach in der Natur der Sache, wenn ich mich darüber auseinandersetzen soll, wie ich mich praktisch in der Gesellschaft darstelle, denke ich jetzt mal an eine gesunde Lebensführung, in sozialer Verantwortung und so weiter, dann sind das Fragen, die elementar in Biologie bedeutend sind, aber nicht nur auf Biologie beschränkt sind. Und dadurch hat Biologie auch die Verantwortung, diesen Teil auch mit anzunehmen, weil es insgesamt in das gesamte Paket auf dem Weg zum mündigen Bürger
auch einen Beitrag zu leisten hat. Man könnte sagen, durch die Kompetenzorientierung aller Fächer rücken die Fächer auch näher zusammen? Ja, die Frage, du hast gemerkt, die Frage ist direkt beantwortet, ja. Weil es, wenn man sich das jetzt vorstellt, in einem Schulgefüge, die verschiedenen Fächer insgesamt diese einzelnen Kompetenzen zusammenführen, ist das Ziel, über den Weg junge Menschen auf das Leben während der Schulzeit und auf das Leben danach vorzubereiten. Leben danach, ich nehme das jetzt mal Topos Zeit, ja. Wenn man einzelne Lerninhalte isoliert, ist das schnell machbar, leicht abprüfbar. Mhm. Das ist ja bei den Kompetenzen, bei der Kompetenzentwicklung von Menschen, gerade wenn es um Werte geht, um Beurteilungskompetenzen, ist das sicherlich ein längerer Prozess, der auch schwerer überprüfbar ist. Wie geht man als Biologielehrer damit um, also mit diesem Faktor Zeit, und wie kann man sicherstellen, dass diese Kinder, diese jungen Erwachsenen tatsächlich dann auch diese Kompetenzen entwickelt haben? Am besten machen wir das am konkreten Beispiel. Nehmen wir mal einen Schülerversuch. Das Thema spielt jetzt gar nicht so unbedingt die dominante Rolle. Aber ein junger Mensch hat erstmal wenig, der bringt von zu Hause jetzt genetisch bedingt jetzt nicht unbedingt alles mit, um einen Versuch aufzubauen, den Versuch zu protokollieren und damit automatisch nachher ein Ergebnis abzuleiten. Das heißt, man als Lehrer holt man einen Schüler ab, eine Schülerin ab, und oftmals werden, und jetzt kommt die nächste Kompetenz, nämlich schon wieder in Kommunikation, kompetenzreich Kommunikation, oftmals werden diese Versuche ja nicht in Einzelarbeit, sondern in Partner- oder kleineren Gruppenarbeiten durchgeführt. So, und dann stimmt es, nach 45 Minuten wird es jetzt schwer sein, ne, zu sagen, hier, das ist jetzt der Lernzuwachs in den 45 Minuten. Da hast du recht. Aber wenn ich mir eine bestimmte Reihe vorstelle und ich weiß, ich kann ein Protokoll oder den Versuchsaufbau, eine Versuchsskizze und so weiter erstmal nicht voraussetzen und ich hole mir einen sogenannten Ist-Wert am Tag A und später dann logischerweise die Entwicklung am Tag B, wenn ich sage, hier, was ist denn in den letzten Wochen innerhalb dieser Zeit entstanden. Und wenn ich das den Schülern mit Kriterien, das heißt, wenn sie auch Merkmale kennen, wie es insgesamt geht, entwickeln sie über den Weg diese, nehmen wir jetzt den Begriff Kompetenz, einen naturwissenschaftlichen Gang zu gehen, einen Erkenntnisweg zu gehen und den in einem Team auch dann zu meistern. Und dann sind wir nicht nur beim Biologieunterricht, sondern beim Unterricht allgemein. Von daher, die Inhalte lassen sich sicher übertragen. Genau. Lieber Norbert, herzlichen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch wieder mal fürs Zusehen. Nächsten Dienstag gibt es an dieser Stelle eine weitere Folge Schule im Gespräch. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen.